Hallo und willkommen zurück bei Resident Evil Revelations 2. Mir die Kontrolle. Ich will deine Hilfe nicht. Ich kann sie selber finden. Ja, wir müssen jetzt hier durch. So eine Nein! Verdammt. Also, nochmal. Ich dachte, das würde noch reichen. Aber leider hat das nicht gereicht. So, dunkle Moira, du bist die Erste. Ernsthaft? Warum überlässt du mir nicht das Hoch? Gib mir die Kontrolle. Ich will deine Hilfe nicht. Ich kann sie selber finden. Gut. Gut, kleine Natalia, gut. Du schaffst das ganz alleine. Aber müssen wir hin? Ach ja, hier hinten. Da durchzulaufen ist ja kein Problem. Es ist eine neue Aufnahme. Ja. Wegen diesem kleinen giftzwergigen Teil da ging es in der letzten Folge nicht gut aus. So. Den Busch steht richtig versteckt. Okay, sollte mich nicht sehen. Und hier rein. Okay, jetzt. Ja, lauf, 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 lauf. Und hier um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Ah! Noch geschafft. Du willst dich ausruhen? Ich weiß, es ist nicht einfach. Ich gebe nicht auf. Okay. Gut, dann geh mal nachschauen, ob etwas da im Argen liegt. Und ja, sieht ganz so aus, als wäre zwei. Okay, wir müssen also da rein, wie es aussieht. Oder darauf? Nein, sieht der so aus, als müssen wir da rein. Denn darauf geht's nirgends. Gut. Okay, das wird ein bisschen komplizierter, aber wir schaffen es. Ein bisschen laufen und Abdeckung. Hier in diesem Busch. Los, los, los. Psch. Er geht hier zurück. Gut. Langsam in diesen Busch hier rein. Das ist sowas von unangenehm, dieses Flattern und Piepsen und. Schnell, schnell, schnell. Der da darf uns nicht bemerken und der andere auch nicht. Wir haben alles abgesucht. Arme Lottie, du hast sie nicht gefunden. Dich hat niemand gefragt. Ich werde sie nicht verlieren wie Mom und Dad. Ist sie so wichtig für dich? Du bist verrückt, Natalia. Bin ich nicht. Ich will nur nicht mehr allein sein. Ich will nicht traurig sein. Ich kann dir die Trauer nehmen.
Wenn du mich reinlässt, du musst mir nur vertrauen. Ich kenne dich nicht. Du bist überhaupt nicht wie ich. Ich will Lotti. Warum machst du es nicht einfach? Weil du seltsam bist. Und zwar gewaltig seltsam. Mega gewaltig seltsam. Also bitte, dir würde ich auch nicht vertrauen. Keine Sekunde, kein Millimeter über... Oh. Ich habe den Brief von Lotti gesehen. Lotti, ich komme. Okay. Lotti! Natalia, ich glaube, ich bin wirklich am Ende. Du kannst meine Überreste am Strand vor dir finden. Ich komme schon, Lotti. Patzblitz! Ein kleines Miststück. Ich soll dann eigentlich dieses tanzen Spiel gewinnen. Ich habe noch genug Zeit, um dir unter die Haut zu gehen. Und nächstes Mal gibt es keine Vorwarnung. Ein Boot? Ich bin hier, Kleine. Bitte sei am Leben. Und so traf Natalia Barry. Lotti verzweifelt gesucht. Ich habe keine Angst. Anzahl entdeckt 7. Oh. Ein S. Nach Schlacht, also sind die anderen öfter gestorben. Also die anderen Leute. Also man rechnet, ja, und die Zeit war auch gut, zwar nur A, aber gut. Und so hat man Barry, haben wir, also Natalia hat so Barry kennengelernt und so erhält sie wohl ihre Fähigkeit, die Dinger zu sehen. Wir haben gesehen, was mit Moira passiert ist, aber da frage ich mich, geht es eigentlich weiter? Also, ja, schönes Bild. Was ist das? Also ich meine, bei die Prüfung kann man am Ende ja noch Moira die Barry sah. Und zwar wie er da kniete, als Natalia von Alex, ja, fast getötet wurde und dann Alex in ihr erwachte. Und ja, ich will wissen, was danach passiert ist. Aber das erfahren wir wohl weder jetzt noch in einer anderen Folge, denn hier geht's nicht weiter. Ja, es gibt nur 4 Episoden. Verdammt. Gut, in dem Fall... Ich hoffe, wir sehen uns in meinem anderen Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.